Hier das Übungsvideo. Brüche multiplizieren, Aufgaben mit Lösungen zur Übung. Ich werde es hinterher nochmal ganz kurz erklären, wenn es nötig ist. Aber folgende Vorgehensweise. Ihr macht das so. Ihr schreibt euch die Aufgaben ab, drückt also die Pause-Taste, schreibt die Aufgaben ab, löst sie selber. Ihr solltet sie abschreiben, schon alleine deswegen, damit man auch drin rumkürzen kann. Ne? Löst die selber und wenn ihr die gelöst habt, dann drückt ihr wieder die Pause-Taste. In der Zeit habe ich es auch fertig und dann können wir vergleichen. Na, war es schlimm? Hier kommt 12 heraus. Ich kann auch sagen, 4 mal 3 ist 12 durch 1, 12 Eintel. Also, das könnte man machen. Also, aber wozu? 12 durch 1 ist Nummer 12. Immer so einfach wie möglich hinschreiben. Hier kommt 8 heraus, hier kommt 1 heraus. Na, hier bleibt zum Schluss nichts mehr übrig. Ist ja eigentlich auch logisch, denn hier oben steht 2 mal 7, das ist 14. 14 durch 14 ist 1, ne? 13 mal 26 durch 169. Was habe ich hier gemacht? Ich zeige es mal in den verschiedenen Farben. Ich habe erst die 13 und die 169. Einmal eins sollte man können. Schaut mal, vielleicht habe ich hier einen Link drin. 13 und 13. 13 mal 13 ist 169. Also habe ich die 13 und die 169 durch 13 gekürzt. Da blieb erstmal in Blau 13 hier unten übrig und hier oben eine 1. Jetzt habe ich aber die 26 und die 13 nochmal durch 13 gekürzt. Dann bleibt hier 13 durch 13 1 und 26 durch 13 ist 2. 1 mal 2 durch 1 ist 2. Das gleiche habe ich hier nochmal extra gesplittet. Ich habe hier 13 mal 26 so hingeschrieben und 13 mal 13 als 169 hatte ich es hier unten nochmal hingeschrieben. Geht genauso, ne? So. Und dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir mal eine gemischte, 5 Sechstel mal 36 25stel. Da habe ich zuerst die 5 und die 25 gekürzt und dann die 6 und die 36, beide durch 6. Ich hätte auch mit der 36 und 6 anfangen können und und. So, gleich mal die nächsten Aufgaben und ich denke mal, ihr wendet das jetzt mal auch mit dem Kürzen an. Wer die dann schon kann, ne, der... Und auch hier die unten sind vielleicht gar nicht mal so undumm. Nebenbei, ich zeige mal an dieser hier, zeige ich mal, dass man auch Buchstaben kürzen kann. Was ist zum Beispiel 5 durch 5? 1. 100 durch 100? 1. 1 Million durch 1 Million? 1. Also kann ich auch sagen, dieses A und dieses oder dieses, ist egal, kann ich beide durch A teilen, also kürzen. A durch A ist 1. A durch A ist 1. Das Gleiche durch das Gleiche ist immer 1. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt schnappe ich mir die Zahlen. 3 und 6 gehen beide durch 3. Hier bleibt eine 1, hier bleibt eine 2. Jetzt fassen wir den ganzen Kram mal zusammen. 1 mal 1 ist, oben muss eine 1 hin. 2 mal 1 ist 2 mal A, ist 2 mal A. Man kann also auch mit Buchstaben so umgehen. So, jetzt macht die mal. Also, abschreiben, Pause-Taste drücken und dann loslegen. Bin mal gespannt. Na? Klar, hier oben kann ich nicht weiter kürzen. Die 12 und die 24, die habe ich noch hingekriegt. Aber dann ist vorbei, dann bleibt hier. Es ist übrigens auch keine Schande, wenn man sich dann mal einen Kringel drum macht, um das, was noch übrig bleibt. Und dann sage ich, okay, die 2 und die 3 passt nicht. Tja, das war's. Und das gleiche hier und so weiter und so fort. Jetzt, die habe ich ja gezeigt. Jetzt wird es ein bisschen spannender. Dieses x... habe ich in hellblau jetzt gekürzt, ne? Dieses x durch x ist 1. Dieses x durch x ist 1. Ja, jetzt ist vorbei. Nee, nicht ganz. Die 7 und die 49 kann ich beide noch durch 7 kürzen. Da bleibt hier eine 1, hier eine 7. Also 1 mal 1 mal x ist x. Da muss ich nicht ein x hinschreiben, kann ich auch x hinschreiben. 7 mal 1 bleibt 7. Jetzt hier. Guck mal, hier, das Blaue, das geht ja noch. Die 5 und die 5 gehen beide durch 5. Peng, weg. Und jetzt sage ich, und die 6, und 2 mal 3 ist auch 6. Und da habe ich auf einen Schlag durchgestrichen und habe gesagt, 6 durch 6 ist 1, 6 durch 6 ist 1. Ist ein bisschen gewagt, kann man, wenn man es kann. Und jetzt guck mal, jetzt kommt ein bisschen verrückteres Ding. Und das letzte Ding zeige ich dann. Wer es schon hat, Donnerwetter. Hier stand ja oben 2 mal 2 mal ganz viele Zweien. In Blau habe ich erst die 2 und die 16, weil sie ja beide durch 2 gehen, durch 2 gekürzt. Blieb übrig, ja, erstmal eine blaue 8. Dann habe ich die 2 und die 8 beide wieder durch 2 gekürzt. Dann blieb eine 4 übrig. Dann und so weiter. Bis zum Schluss nur noch das übrig war, die 2 und die 1. 2 durch 1 ist 2.
Gucken wir uns mal die an. Übrigens ist das egal, ob ich erst die und die und die und die oder die und die und die und die oder wie auch immer kürze. Es muss nur gehen. Und immer das, was gekürzt ist, durchstreichen, neu hinschreiben, dann kann man weiter schön rechnen. Ja, weiter geht's. Machen wir das mal hier mit Hellblau. Fange ich mal an. Ich gucke und sage, was geht denn hier am allerbesten? Am allerleichtesten geht 25 und 15 gehen beide durch 5. Durch 5 ist 3. Durch 5 ist 5. Ihr müsst nicht laut sagen, aber sagt es innerlich immer. Ich kürze durch 5. Durch 5 ist, durch 5 ist und schreibt es hin. Innerlich sagen. Jetzt gucke ich und sage, die 36 und die 4, die gehen auch beide ganz schick. Nee, was geht denn noch schicker? Die 3 und die 3, da bin ich nämlich schon mal eine Sorge los. Die kürze ich beide durch 3 ist 1, durch 3 ist 1. Gut, das Thema ist erledigt hier. Jetzt die 4 und die 36. Durch 4, na, jetzt will er nicht mehr. Oh, schade. Gut, irgendwie spinnt der Computer gerade. Ich muss leider aufhören, aber ich glaube, die könnt ihr alleine. Schade, sehr schade. Nee, ist vorbei. Gut, ich mache das Video. Doch, es wäre was gegangen. Naja. Also, machen wir das noch schnell. Durch 4 ist 1, durch 4 ist 9. Jetzt geht die 9 und die 18 durch 9. Ich werde noch böse. Durch 9 ist 1, durch 9 ist 2. Was bleibt denn jetzt noch übrig? Hier unten habe ich lauter Einsen. Ich muss aufhören. Hier bleibt insgesamt 2 mal 5, also 10 übrig. Ich muss mal dann nach dem Computer gucken. So, ich hoffe, es hat euch geholfen, die Übung. Und ich wünsche viel Spaß beim Üben. Naja, notfalls macht das nochmal von vorne. Es ist egal. Der Weg der Erkenntnis ist wichtig. Achtet auf die Links. Hier sind Links. Und zum Schluss werde ich nochmal Links einfügen. Na, hoffentlich schreibt er das hin. Ja, auch da. Na, also. Hier oben wie immer das auf das I achten und ansonsten zum Schluss hier, deswegen rede ich jetzt noch. Ne? Also, viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Eigentlich alles, was man kann, macht Spaß. Und ich wünsche euch bessere Zensuren. Tschüss.